Hey und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Destiny 2 Video. Heute wollen wir mal über ein ernstes Thema, zumindest ist das Thema mir ein großes Anliegen, reden. Und zwar geht es um die Luna-Frakturstiefel, die mit Shadowkeep genervt werden, sowie die Titan-Barriere, die genervt wird. Was es genau damit auf sich hat und was meine persönliche Meinung dazu ist, erfahrt ihr in diesem Video. Nach dem Intro geht's los. Noch eine Kleinigkeit, bevor ich loslege. Sollten euch meine Videos gefallen, sollte euch mein Content gefallen, bitte lasst mir ein Abo da, macht die Glocke an. Das ist der größte Support, den ihr mir geben könnt und somit kann ich euch in Zukunft auch immer mit neuen Content in einer immer besser werdenden Qualität versorgen. Jetzt geht's aber endlich los. Es gibt mal wieder ein paar Neuigkeiten bezüglich Destiny und zwar konnte man auf der PAX, eine riesige Computerspielmesse in Amerika, Destiny 2 Shadowkeep anspielen und einige Spieler berichteten davon, dass die Luna-Frakturstiefel sowie die Nachladebarriere vom Titan genervt wurde, zumindest in der Version von Destiny, welche sie auf der Messe anspielen konnten. Und das Ganze wurde dann noch gestern Abend diese Woche bei Bungie bestätigt. Das macht natürlich einen großen Sinn, denn Luke Smith hat in seinem Director's Cut auch bereits darüber gesprochen, dass sie da was ändern wollen, dass sich da was ändern wird. Die meisten von euch werden wissen, was die Nachladebarriere sowie die Luna-Frakturstiefel des Warlocks sind. Solltet ihr das nicht wissen, hier eine ganz kurze Erklärung. Jeder, der hinter einer Nachladebarriere vom Titan steht oder in einem Rift eines Warlocks steht, der die Luna-Frakturstiefel trägt, muss seine Waffe nicht mehr nachladen und kann so durchgehend Schaden auf, ja, was immer ihr wollt machen. Im Normalfall gegen einen Raid-Endboss oder gegen irgendeinen anderen Boss. Diese Funktion wird in Zukunft nicht mehr möglich sein, es wird in Zukunft nur mehr die Nachladezeit reduziert. Heißt, bye-bye Dauerfeuer gegen Raid-Endbosse. Und wenn man hier kurz nachdenkt, ist diese Fähigkeit eigentlich die stärkste im ganzen Game. Jeder Raid-Endboss wird mittlerweile gleichgelegt. Zuerst kommt man in die Schadensphase und anschließend tschüss innerhalb einer Phase, indem man den Endboss durch Dauerfeuer innerhalb wenigen Sekunden mittlerweile sogar legt. In Gambit haben wir ein ähnliches Spiel. Die Schadensphase gegen den Urzeitler wird ausschließlich in einem Rift oder hinter einer Titan-Barriere durchgeführt. Klar, mir hat es auch sehr Spaß gemacht und es ist eigentlich ein Erlebnis, einen Endboss mit so viel Leben in einer so kurzen Zeit zu legen, einfach runterzuschmelzen. Aber ist das wirklich das, was wir alle wollen? Der letzte Raid wurde bereits am ersten Tag One Phase gelegt. Ja, ein neuer Raid kommt raus. Die Leute sind nicht mal Maximallevel und am ersten Tag wird er schon innerhalb einer Phase gelegt. Lässt man sich das kurz durch den Kopf gehen, dann versteht man auch, warum es aus meiner Sicht schon längst überfällig ist, dass diese Änderung endlich ins Spiel kommt. Es ist einfach, der ganze PvE-Content aus Destiny ist langweilig geworden, weil es immer nur dasselbe ist und eigentlich viel zu leicht, muss ich sagen. Und genau das führt auch dazu, dass der ganze Content extrem verkürzt wird, da man alle Aktivitäten ohne eigentlich ein bisschen nachzudenken abschließen kann, überhaupt ohne Probleme. Klar gibt es jetzt Leute, die nicht dafür sind, die sagen, macht doch Spaß so, aber genau diese Leute meckern dann auch wieder nach 2 Wochen, dass es nichts mehr zu tun gibt, weil sie alle PvE-Aktivitäten abgeschlossen haben und dabei eigentlich keine Herausforderung hatten. Denkt man dann auch noch ein bisschen zurück in Richtung Destiny 1, dort gab es keine so starke Fähigkeiten. Und ganz ehrlich, in einem First-Person-Shooter gehören Nachladezeiten einfach ins Game.
Wenn man einen Raid spielt oder auch andere PvE-Aktivitäten, muss man mit Nachladezeiten rechnen und mit diesen umgehen können. Die Luna-Stiefel oder die Barriere haben es uns viel zu leicht gemacht und einfach die Nachladezeit gelöscht. Und klar, durch den Nerf wird der gesamte PvE-Content um einiges schwieriger werden. Aber es geht hier nicht nur um das schwierige Werden, es geht im Generellen auch um andere Waffen und Rüstungen. Endlich werden auch mal andere Rüstungen gespielt, endlich werden auch mal andere Waffen gespielt. Die Whisper des Wurms, mit welcher man ja weiterhin Dauerfeuer geben kann, wird bestimmt wieder sehr interessant werden, auch wenn sie keine Munition mehr erzeugen kann, aber man kann mit ihr weiterhin aus den Reserven Munition ins Magazin packen und, wie gesagt, Dauerfeuer geben. Die ganzen Granatenwerfer und Raketenwerfer gegen Endbosse funktionieren dann eigentlich so gut wie nicht mehr. Eigentlich ist es ja total krank, dass man zurzeit mit einem Granatenwerfer, welcher einen einzigen Schuss im Magazin hat, alias Mountaintop, einen Endboss legen kann und so viel Schüsse und Damage nonstop austeilen kann. Und das Ganze auch noch mit Spezialmunition, nicht mal mit Heavy-Munition. Wenn man mal drüber nachdenkt, ist das eigentlich komplett sinnbefreit. Und das heißt dann wieder, dass man sich in Raids endlich wieder mehr absprechen muss. Man muss abwiegen, nimmt man jetzt eine Waffe mit, die pro Schuss etwas mehr Schaden macht, dafür aber etwas langsamer nachlädt, oder nimmt man doch lieber etwas mit, was schneller schießt, aber dafür weniger Schaden macht. Weiter geht's dann mit den Rüstungen. Zurzeit, wenn man mit einem Warlock in den Raid geht oder einen Warlock dabei hat, man fragt gar nicht mehr, welche Exo-Rüstung er mit hat. Lunas sind einfach Pflicht. Und es ist Pflicht, das hat jeder im Kopf, das weiß jeder. Deswegen nicht mal im Raid-Team muss man sich absprechen. Und der Warlock hat eigentlich so viel interessante, exotische Rüstungsteile, die aber kein Mensch spielt, weil die Lunas komplett OP sind und weil die Fähigkeiten, besonders in einem 6-Trupp-Einsatzteam, in einem Raid nicht fehlen darf. Und ich finde das halt extrem schade, wenn es eigentlich für den Warlock nur ein Exo-Teil gibt, welches man im PvE spielt, zumindest wenn man im Team unterwegs ist. Und nimmt man diese Gedanken jetzt ein bisschen zusammen, ist es schon krass, was eigentlich so ein kleiner Nerf, denn im Endeffekt ist es nur eine Kleinigkeit, Auswirkungen hat. Man muss sich endlich wieder absprechen, wenn man in eine Mehrmann-Aktivität geht. Und besonders in Raids ist es wichtig. Man muss sich abstimmen, wer nimmt welche Exos mit, wer nimmt welche Fähigkeiten mit, wer spielt welche Perks, wer spielt welche Waffen. Wie gesagt, zurzeit, man geht da rein, ohne eigentlich nur zu fragen, welches Exo hast du mit, welche Waffen hast du mit, weil alles nur klar ist und es gibt nur einen Weg, mit dem man den Boss in einer Phase legen kann. Und auf das freue ich mich einfach mega, denn man muss zum Beispiel nur mal WoW anschauen, wie komplex Raids sein können. Denn dort wird alles genau abgesprochen und es sind dort nicht nur 6 Leute in einem Raid. Jeder hat eine Funktion, der eine macht Healer, der eine hat diese Fähigkeiten mit, der eine macht das. Also es muss alles zusammenpassen, damit der Raid abgeschlossen wird. Und sowas wünsche ich mir echt in Destiny. Klar. Verbringt man dann mehr Zeit in Raids, man legt Bosse nicht mehr in einer Phase, aber ganz ehrlich, warum muss ein Raid-Endboss in einer Phase liegen? Die ganze Mechanik, die dahinter ist, das hat doch einen Sinn. Ich finde es eigentlich extrem schade, dass man das in einer Phase überhaupt machen kann. Und deswegen feiere ich diese Änderung einfach nur mehr sehr. Und in Kombination mit dem Buff-System wird Destiny wirklich cool werden. Auch hier, wer das nicht mitbekommen hat, Buffs werden wir in Zukunft in Shadowkeep nicht mehr stacken können. Das heißt zum Beispiel Traktorkanone sowie Brunnen können nicht mehr beide gestackt werden. Das heißt, hier wird der stärkere Buff getriggert und der eine ist einfach nicht vorhanden. Zudem werden die Buffs allgemein auch nochmal genervt. Zum Beispiel wird der Brunnen in Shadowkeep nicht mehr 35% plus Schaden bringen, sondern nur mehr plus 30% Schaden. Aber ich glaube, ihr habt verstanden, auf was ich hinaus will, beziehungsweise warum ich diese Änderung, diesen kleinen, aber feinen Nerf sehr gut verstehe einmal und sehr
feiere. Und mir geht es bei diesem Video auch ein bisschen darum, euch ein paar Gedankengänge vor die Füße zu legen, indem ihr kurz nachdenkt, bevor ihr irgendeinen Nerf oder irgendwas kritisiert. Trotzdem würde mich eure Meinung sehr interessieren. Bitte schreibt mir in den Kommentaren, ob ihr es auch so findet wie ich oder ob ihr sagt, nee, kompletter Müll, interessiert mich nicht. Ich will lieber den Endboss schnell und einfach legen. Das ist Destiny 2, wie ich es kenne. Oder steht ihr auch mehr auf ein bisschen ein komplexeres Gameplay, besonders in 3-Mann- oder sogar 6-Mann-Aktivitäten wie Raids? Zu guter Letzt noch eine kurze Info am Rande. Wie die meisten von euch mitbekommen haben, läuft zurzeit das Community-Event auf dem Mars, wo wir Strikes durchlaufen müssen, Eskalationsprotokolle abschließen müssen und so weiter. Macht da mit, wir bekommen ja als Belohnung nächste Woche mehr Menagerie-Loot sowie ein Emblem. Den aktuellen Stand seht ihr gerade und ich feiere es total, dass die ganze Community da mithilft. Und jetzt mein Tipp, eigentlich ein sehr wichtiger Tipp, auch wenn ihr vielleicht nicht aktiv beim Event mitmacht, lauft diese Woche mindestens einen Dämmerungsstrike auf dem Mars. Denn wenn ihr keinen Dämmerungsstrike diese Woche abschließt, bekommt ihr auch das Emblem nicht. Deswegen unbedingt mindestens einen Dämmerer abschließen, damit ihr nächste Woche, ich denke mal nächste Woche werden wir es bekommen, das Emblem bekommt. Dann war es das schon wieder mal von meiner Seite. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Und dann würde ich sagen, Grüße gehen raus, euer Nexo.